So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Welcome to Paradise. Es geht weiter auf dem Weg zum Startareal. Genau, das suchen wir. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier tatsächlich durchkommen. Nee, das war noch falsch. Ich muss noch weiter runter. Der Kartenleser, der keine Karten lesen kann. Nee, oder? Geht's hier nicht runter? Okay, müssen wir. Oh, die haben ein bisschen mehr Power. Müssen einfach Abstand halten, so viel steht fest. Natürlich geil, wenn die alle auf einem Haufen sind. Nein, nein, nein. Wo kommt ihr denn jetzt her, ihr Lümmel? Ja, schaffen wir, komm. Die sind nicht so stark hier. Kugelsichere Panzerung. Cool, guck mal. 20%, aber leider erst. Oh, das wäre natürlich geil gegen die. Halt dich mal, Sigi. Wo sind wir? Wir sind hier. Wir müssen hier irgendwie durch. Klebeband. Ne, wir müssen noch weiter runter und hoffen, dass wir da durchkommen. Ach, scheiße. Ganz vergessen. Jo, soweit, jetzt haben wir wenigstens Ruhe. Aber ich wette, wenn das ein großer Durchgang ist, dann müssen wir da irgendwo nochmal durchlaufen. Ah, die kam hierher, okay. Ja, hier müssen wir durch, durch den Zipfel hier. Schieß! Den haben wir noch gekriegt, das ist gut. Wieso bist du denn jetzt umgekippt, Digi? Kann ich eigentlich echt immer so ein bisschen sparen, ne? Wie viel haben wir denn eigentlich noch an Munition? Wo ist denn unsere Munition? Wo ist denn unsere Munition? Hier, acht, oh, guck mal, 48 nur noch. Ach du Scheiße. Raus damit! Ich muss
sie wirklich nicht die ganze Zeit benutzen, die Pumpgun. Das ist Quatsch. Nur wenn ich merke, dass irgendwie... Ah, die sind ganz gut auf Distanz zu halten. Oh, stärker. Oh, viel stärker. Oh, viel, viel stärker. Scheiße. Oh, aber er scheint gut. Alter, der hat gut Power. Wieso hat mein Zombot da zu viel Kraft? Dann wollen wir doch direkt mal helfen. Wenn der auf den Boden geht... Kann ich ihn erledigen, das tut. Kugelsichere Panzerung 80%. Ah, zwei, drei Stück brauchen wir davon noch. Ey, der ist voll stark. Genau, mal schön passieren. Ich hab grad das Gefühl, dass mein Baby mehr bringt hier. Ja. Oh nein, okay, ich muss mich um den hier kümmern. Ich muss den wegkriegen. Das war wichtig. Das war wichtig, der musste weg. So, neue Zombot-Ausrüstung. Weißt du was? Und weil der so stark ist, kriegt er die kugelsichere Panzerung. Das ist geil. Zombie-Glocke zieht wilde Zombies an. Dieser Zombot ist alles andere als diskret. Okay, das ist natürlich geil, wenn du looten möchtest. Dem lasse ich mal die Pumpgun. Haben wir eigentlich irgendwas Neues gefunden? So, einmal ordnen. Irgendwie, ich meine jetzt hier Lebensmittel. Heilung pro Sekunde. Okay, das könnten wir auch essen. Haben wir dreifach. Ich meine jetzt irgendwas an Rüstung oder so. War da nicht irgendwas? Nee. 900, wieso habe ich denn jetzt 980? Weil das so ist. Oh, das bist ja du, Digga. Dankeschön. Richtig. Weg mit dir. Das ist schon geil. Das sollte man echt gut nutzen. Darf ich mal? Danke. So, weg damit. Ruhe hier. Ruhe im Karton! Was haben wir hier noch gehabt? Oh, ich bin lootgeil. In dem Spiel bist du wirklich lootgeil. So viel kann ich dir verraten. Wir sind richtig hier. Wir müssen jetzt direkt hoch. Da gibt es noch was Schickes zu finden gleich.
Digga, warum habe ich denn keine Verbände mehr? Ich hatte davon viele Verbände drin. Ich glaube tatsächlich, wenn er mich heilt, ne, benutzt er meine Verbände. Jetzt hätte ich, ja, wollte ich mal gucken. Ich habe 32, muss ich mal drauf achten. Salbei brauchen wir jetzt wieder. Davisland. Eingang zur Wüste freigeschaltet. Nice. So, was habt ihr für welche? Erstmal checken. Okay, die sind blau. Aber was geben sie? Mal gucken. Vielleicht kriegen wir wieder andere Sachen. Gibt's so ein bisschen Stoff? Gib mir deinen Stoff. Aloe Vera. Sehr geil. Das sind bestimmt verbesserte Verbände. Oh, ich will hier raus. Sommerausrüstung freigeschaltet. Normale Machete. Apropos, wo ist er eigentlich? Komm mal her, Diggi. Oder ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Warum ist er denn jetzt gestorben? Machete, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ganz glücklich so momentan, wie das läuft. Ist er schon wieder tot? Ne, da ist er. Okay. Das ist schon matschig, das Spiel, ne? So, ich will mal eben gucken. Oh nein, hier wird bestimmt ein Antennenmast sein. Deshalb kommen die wieder. Ja, hier ist er. Okay, ich habe dir geholfen, mein Zombie-Freund. Wieso können wir das noch angreifen? Okay, alles klar, das ist irgendwie ein Fehler. Yo. Warte mal, was? Verstecken? Habt ihr das auch gesehen? Da steht Verstecken. Ach, er, okay. Das heißt, wenn ich mich hier reinstelle, bin ich auch ein bisschen versteckt. Könnte interessant werden beim Weglaufen. Wenn man doch wirklich mal flüchten will. Moin, wer bist du denn?
volle Flasche. Ja, Mann, danke. Hey, and who might you be? What you want? This here is the entrance to Davis Land, Peckerhead. You can't just walk in. You want me to open her up? You're going to have to prove yourself as worthy. How about you go hunt a couple of gazelles with a bow? Let's see if you got the speed and aim I could admire you for. Now, I want a good show. You better take note. I got my eye on you. Okay, wir sollen ein paar Gazellen jagen. Jage ein paar Gazellen mit dem Bogen 2 übrig. Wir brauchen erstmal ein Pro. Was ist denn jetzt hier los, hör mal? Volle Flasche. Hey, warte mal, wir müssen jetzt mal einen Bogen herstellen hier. Wieso habe ich noch keinen Bogen hergestellt? Ein Bogen ist geil, jeder braucht einen Bogen. Es gibt keinen Bogen. Okay. Das wäre alles, ne? Es gibt nochmal so waffentechnisch. Legendärer Bogen. Was brauchen wir denn da zum Bogen? Ach, wir brauchen einen normalen Bogen. Okay, alles klar. Normaler Bogen, dafür brauchen wir herstellbar in Waffenwerkstatt. Ich würde sagen, Digga, da müssen wir uns mal eine Waffenwerkstatt herstellen. Sägeblatt. Sag mal, haben wir nicht eine Waffenwerkstatt gehabt in... bei unserer Hütte? Wo kriegen wir dann ein Sägeblatt her? Ich bin der Meinung, dass wir bei uns in der Hütte... Warte mal, gibt es hier einen Sprungpunkt? Er wird schießen, ne? Oder wird nicht schießen. Oh nee, gibt's ja keinen Sprungpunkt jetzt. Das wäre ziemlich doof, weil... Ja, ein paar Karzellen mit dem Bogen. Ja, super toll. Super geil. Aber... Ich brauche einen Bogen, um eine... Alter, Digga, komm, vergiss es. Und um einen Bogen herzustellen. Herstellbaren Waffenwerkstatt. Brauchen wir eine Waffenwerkstatt, genau. Können wir das nicht so sehen hier? Warte mal. Generatoren, Unterschlupf. Was bist du hier? Ist das einer der Generatoren? Sonst gibt es auch nichts Blaues, ne? Guck mal, das wird gar nicht angezeigt hier in der Legende. Was das ist. Finde das Startareal. Ja, super toll. Vielleicht sollte ich das erstmal lassen und wir gehen weiter Richtung nach oben. Weil wegen, ne? Geht nicht. Oh, oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Holy Macaroni. In der Nähe, bitte. Jetzt habe ich mich ein bisschen übernommen, muss ich ehrlich sagen. HP verloren, das ist nicht gut. Nein, hör doch mal auf, irgendwie Gazellen zu schießen jetzt, du. Macht man doch nicht. So geht das. Hallo, ich bin hier weg. Komm, Sigi, lass sie in Ruhe. Sigi, mein Freund. Ist es da ein roter Punkt? Ist es da, wo wir gestorben sind eben? Könnte gut sein, ne? Yo. Okay, die sind auch nicht so ganz schwach. Lass mich mal weg. Ja. Yo. Er ist echt freundlich, ne? Oh, Sigi.
Klatsch. Okay, wo ist sein Loot? Du hast was gehabt, ich hab's gesehen. Schwere Panzerung. Ja, auf den hätte ich rauftreten können. Den habe ich gar nicht gesehen. Einer weniger. Was macht er? Nein, ich will hier raus. So, Alter. Aber richtig was los hier. Kommt noch einer. Sag nicht, hier ist noch ein Mast. Ey, das ist ein richtiges Dorf von den Lümmeln. Guck mal, er macht eigentlich nichts, ne? Ich lasse dir mal kurz in Ruhe. Metallplatte. Jetzt macht er doch was. Ich muss da mal kurz gucken, ob da... ist. Der muss zuerst weg hier. Nein, lauf, lauf, lauf. Ich hab mich nämlich schon gewundert. Wie groß soll denn das Dorf sein? Interagieren, was können wir da machen? Ah, okay, das können wir machen. Hier ist noch einer, Mann, den habe ich voll übersehen. Okay, wir kriegen wieder Farbe ins Spiel. Wo ist denn Siggi eigentlich? Der muss hier irgendwo liegen, ne? Nein. Was? Was ist denn mit ihr los? Habe ich irgendwie Gift oder sowas? Es wirkt so, ne? Oder? Siggi? Ich brauche Siggi, Mann. Da. Stand wiederbeleben. Ja, danke schön. Ich glaube, das liegt an der Hitze, ey. Warte mal, stimmt. Das sieht aus wie so ein... Tatsächlich wie so ein Hitzesymbol. Nimm mir mal die... Dings ab hier. Oh ja, unser Hitzesymbol, ja. Okay, hey, müssen wir ein bisschen in den Schatten? Können wir uns einfach in den Schatten stellen? Scheiße, wo in der Wüste gibt's Schatten? Ich glaube hier, dass du bei der Hitze genug trinkst. Okay.
geht nicht um Schatten. Sondern wir müssen... Habe ich irgendwas zu trinken dabei, Mann? Nee. Ich habe nur Eimer Honig benutzen. Vielleicht gibt er uns auch ein bisschen. Kann ich mir nicht vorstellen. Gazellenfleisch. Nein, 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 nein. Guck mal, wie schnell das abnimmt, meine Gesundheit. Leute, wir müssen erstmal weg. Weil sonst werde ich hier ganz schnell verrecken. Ich überlege gerade, ob ich den Eimer Wasser füllen kann mit Wasser. Hoppala. Wäre natürlich geil. So, warte mal. Eimer Wasser. Kann ich dich in die Hand nehmen? Okay, alles klar. Denke ich nicht. Was ich aber habe, ist... doch, warte mal, ausgerüstet. Die Primärfunktion besteht im Transport von Wasser. Aber in der größten Not kannst du das Ding auch jemand über den Kopf hauen. Stimmt, ich habe... Oh, auf der 2 hat er automatisch die vollen Flaschen hingelegt. Symbol hat sich geändert. Wassereimer ist voll. Das ist toll. So, auf geht's. Das habe ich eben nicht gerallt. Oh, was haben wir denn da hinten? Ne? Gibst du was Schönes? Was haben wir hier? Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Bob's Archives B-89-5, the Social Distancing Zombot. Open the Portable Pylon Configuration Menu. Das hatten wir schon. Equip your Zombot with spiked armor and a bat. And order it to use this to provoke enemies while in combat. Ah, gedrückt halten, okay. Den hatten wir schon mal, der bleibt die ganze Zeit da. So, ab, zurück an den Boost. Wir jagen ein paar Gazellen mit dem Bogen. Yalla! So, Davisland. Wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir uns irgendwann den Bogen mal herstellen, aber... Gegnercamp. Ist das das Gegnercamp, wo ich eben war? Das war Gegnercamp, ne? Das haben wir dann dementsprechend zerstört, würde ich sagen. Ja. Weiter machen wir in der nächsten Folge, ihr Zipfel. Danke. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ich habe übrigens einen Zweitkanal, der sich auf meinen Garten bezieht. Da wird jetzt sehr viel kommen. Also wenn jemand Interesse daran hat, an... kleinen Tipps, würde ich mal sagen, was Düngen angeht, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Mein Gewächshaus werde ich noch aufbauen. Das werde ich auch aufnehmen. Und ach, so viele Sachen. Brennnesseljauche herstellen, sprich auch nochmal einen Dünger nachher. Ganz, 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 ganz viele Dinge. Wenn ihr Interesse daran habt, heißt der Kanal Gartenzipfel. Ja, mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und bedanke mich nochmals für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, bis Baldinski.